Herzlich willkommen zurück zu Alvis Haare. Alvis. So, wir haben jetzt unser Ziel. Wir sollen unser Bahnhof erobern, aber wir erobern jetzt mal die beiden sekundäre Ziele erstmal. Ich höre. Und ein Ziel ist relativ am nächsten. Ist das euer Ernst? Das Mädchen gibt jetzt die Befehle? Klappe. Sie weiß, was sie tut. So. Hoffentlich. Hoffentlich wärmt mich das wieder etwas auf. Ist dir kalt? Zu Hause nennen wir sowas eine laue Nacht. So. Was brauchen Sie? Das sollte jeden niederstrecken. Ja? Bleibt wachsam! Bereit! Wenigstens nicht mehr auf dem Präsentierteller! Haltet durch! Mit den besten Wünschen von Polaria! Hat jemand Granaten bestellt? Mehrere Feindkontakte! Neue Befehle für Sie uns? Beschäftigt! Bleibt in Deckung! Aufgepasst! Ja? In Deckung! Mach unter schnell. Beschuss! Befehle! In Deckung! Ja? Vorsicht! Wir sehen Sie! Mindestens alle! Stehen unter Beschuss! Bin beschäftigt! Verdammt, die haben wir übel zugerichtet! Naja, so wir sagen. Dann mal los! Ich finde es schade. Bereit! Die Handkranen so lange gebraucht, bei Count of Heroes hat es viel kürzer gedauert. Ja? So, wir haben hier. Niemand da! Sucht weiter! Wir können überall sein. Alles klar. So. Alles klar! Ja? Geht in Deckung! Befehle? Wie kann ich helfen? Gegner gesichtet! Einsatzbereit! Wir suchen uns Deckung! Was brauchen Sie? Sieht nach einem sicheren Ort aus. Auf Sie! Haltet den Kopf unten! Ich bin hier, um euch zu helfen! Das wird die Feinde! Oh, das ist ein Typi, das mir persönlich nicht gefällt. All diese Zerstörung. Das ist gar nichts. Ich war in Städten, wo ganze Blocks in Trümmern lagen. Wegen der Max. Die Größeren können mitten durch ein Haus laufen. Werkzeug. Was sollen wir denn damit? Werkzeug und Minen. Das klingt schon besser. Ah. Ich gehe besser in Deckung. Das ist so schon ganz gut an. Grenadiere stehen bereit. Du bist einfach der Neue Beste, Befehle für uns? Schnappt euch die Schaufeln! Ich denke mal, wir sollen die nutzen für den Mac. Pioniere sind bereit, an die Arbeit zu gehen. Alles klar, gehen in Deckung. Min, das ist gut. Reparatur. Wir machen uns auf den Weg. Also, Pioniere sind, kann man sagen, im Spiel immer sehr wichtig, besonders für Feldreparaturen. Befehle? So. Wie geht's weiter? Deckung kann nie schaden. Neue Befehle? Gehen wir mal spazieren. Macht langsam, Jungs. Vorsicht! Max patrouillieren die Straße. Gegen die brauchen wir schwere Waffen. Was brauchen Sie? Ich gehe besser in Deckung. Dann mal los. Müssen noch mehr Sandsäcke gefüllt werden? Vergesst nicht, dass sie hier liegen. Denn die Tiere, wie sagen, würde ich erstmal aufbewahren. Ach, die verschwinden eine Zeit auch. Das ist cool. Ist nicht allzu weit. Macht langsam, Jungs. Nur keine Hektik. Ich denke mal, da würde erstmal reichen. Ich kenne ja leider nicht die Wirkungsscharen. Ich glaube, die Pionier behalte ich erstmal. Ich denke mal, Pionier haben wir erstmal ein gutes Bild erstmal. So. Wir sind im Handumdrehen da. Wie geht's weiter? Ich denke mal, die drei Minen werden erstmal reichen. Deckung kann nie schaden. So.
Ja, ich denke, ich weiß nicht, wie viel Miete so ein Mac aushält, aber ich denke mal, 3 Stück müssen ins im einreichen. Bin unterwegs. So. Ich mach mich auf den Weg. Mehrere Gegner gesichtet. Bin unterwegs. Das Ding hätte doch bis mir aus. Muss was erledigt werden? Bereit! Ja? Das gefällt mir persönlich. Was brauchen Sie? Das gefällt mir persönlich überhaupt nicht. Ich mach mich auf den Weg. Ich hab die so weit relativ weit auseinander. Ich sehe hier eine ganze Menge von einem sicheren Ort aus. Okay, die haben anscheinend keinen Feldingenieur. Sie sagen, was Sie brauchen. Wie geht's weiter? Und wir bauen. Ich geh besser in Deckung. Gehen wir mal spazieren. Jetzt kann man sagen, so Mac halt vier. Nehmen Deckungsposition auf, okay. Das ist aber echt krass. Vergesst nicht, dass sie hier liegen. Ich denke mal, die letzte muss reichen. Das ist sehr interessant. Ich muss schon sagen, 4 Minen halten so ein Mac auf. Da kann man so um 4 Minen brauchen, Landminen brauchen, um das Ding Platz machen. Ist nicht allzu weit. Alles klar, gehen in Deckung. Also die Mine sieht echt sehr interessant aus. Ja, bin unterwegs. Grenadiere stehen bereit. Unterwegs. Wie geht's weiter? Alles klar. So. Mich lieber als nicht mal flankieren. Das heißt, wenn ich hier von Teil komme, würden sich hier in einem Bunker, hier ein Kram sich bewegen. Bin gleich da. Das finde ich nicht. Ich mach mich auf den Weg. So. Dann mal los. Ich muss schon mal ein paar Handgranaten, Typis. Ja. Sieht nach einem sicheren Ort aus. Genau wie Yannick es mir gezeigt hat. Alarm! Sie wollen die Gefangenen befreien! Greife Ziel an! Zurück! Wie sieht der Plan aus? Wir sind bereit! In Deckung! Das ist ein Feldgeschütz, das ist aber sehr interessant. Raus damit! Die schießen auf mich! Wie lautet der Plan? Jemand mit dem Feldgeschütz brauchen. Ich glaube, den braucht man. Nicht so weit. Ja? Schnell jetzt! Ich nehme sie ins Visier. Ihr hättet in Russwiet bleiben sollen. Befreien wir unsere Leute. Natürlich. Mehrere Gegner gesichtet. Oha. Ich glaube, jetzt brauche ich gleich ein Feldgeschütz. Die Basis gehört uns! Ein Hoch auf Polania! Wo habt ihr gesteckt? Und wer ist das? Ich bin Anna. Anna die Große. Freiheitskämpferin, Schützin, Bärenreiterin. Oh, in Ordnung. So. Kanonen bereit! Befehle? Wenigstens nicht wie auf dem Präsentierteller. Gibt's ein Ziel? Ein bisschen Schutz schadet nicht. Müssen noch mehr Sandsäcke gefüllt werden? So, aber... Wir sind dran. Ich hab das so umgesehen. Ich weiß leider nicht, ob der Mac noch da ist. So ein Feldgeschütz ist, glaube ich, nicht schlecht. Sie sagen, was Sie brauchen und wir bauen es. Okay. Wir machen uns auf den Weg. Kanoniere bereit. Einsatzbereit. Das ist das Problem ist, wir haben einen Feldgeschütz. Ich glaube, den könnte man ganz gut gebrauchen. Das ist immer ein bisschen schwierig. Das Problem ist, das Feldgeschütz ist ziemlich sehr langsam.
Aber kann teilweise echt ganz gut, auch ganz gut gebrauchbar sein. Gibt's ein Ziel? Oh. Das ist gut. Die sind gut gegen gepanzerte Einheiten. Wenn ich einen Trupp mehr hätte. Was brauchen Sie? Muss was erledigt werden? Feldingenieur kann man auch gut gebrauchen. Das ist jetzt hier ein bisschen tricky jetzt. Ich höre. Aber wir. Alles klar. Wir bleiben erstmal direkt. Wir gehen erstmal. Wir vermeiden erstmal groß halt den Kampf. Bin gleich da. Ist cool in so Feldgeschütz, aber ich glaube, im Feldgeschütz ist schon echt arschlangsam. Ich denke mal hier, ich glaube, wenn man hier Koop spielt, kriegt man, glaube ich, ist die zweite. Der zweite Spieler nimmt den Feldgeschütz. Ich könnte es eventuell auch ganz gut gebrauchen. Die Sache so, ich habe leid, wenn ich einen Weg bis mehr hätte, sagt, komm, einer kann ich opfern und geht am Feldgeschütz. Aber ich gehe besser in Deckung. Nicht. So. Ich mach mich auf den Weg. Kanoniere bereit. Die sind echt arschlammsam. Ja, Deckung kann nie schaden. So. Wir müssen jetzt zu die andere Ecke. Da ist eine Brücke. Gibt es noch einen Weg? Da, die Hauptstraße. Ich denke mal, hier wird der Mächtig lang laufen. Dann laufen wir mit unseren Truppen da unten lang. Das ist der sinnvollste Wie Weg. Wie geht's weiter? Gibt's ein Ziel? Das ist die echt lahmarschig. Alles klar. So. Mal gucken. Aber es ist schon mal sehr interessant. Punkt habe ich erobert, aber ich krieg leider keine Truppen dafür. Das ist ein bisschen schade. Wie kann ich helfen? Ich mach mich auf den Weg. Alles klar. Bin gleich da. Okay. Dann mal los. Okay, das sind, glaube ich, die eine Hauptstraße beschützen, aber wie. Bin gleich ich da. Ich möchte nicht mit denen hier kloppen. Da sind Gegner. Ich gehe besser in Deckung. Eine ganze Menge. Die beschützen das Ding, alles klar. Kanonen bereit! Bereit! Machen wir, dass wir da reinkommen! Was brauchen Sie? Ich mach mich auf den Weg! Machen wir es kurz und schmerzlos! Wie es aussieht, liegt es jetzt an uns! Ah! Müssen noch mehr Sandsäcke gefüllt werden! Bereit. Raus damit! Machen Sie es kurz! Eine unserer Einheiten ist einen Rang aufgestiegen! Ja? Geben Sie uns einfach ein Ziel! Geschafft. So. Wir haben jetzt lange genug rumgesessen. Dann mal los. Die vermeide ich erstmal. Bin unterwegs. Es gibt viel können hier durchjodeln, aber. Ich muss sagen, ich könnte auch hier bleiben. Schönes Land. Deswegen wollen die Polanier uns wohl raushaben. Vielleicht, wenn das alles vorbei ist. So. Grenadiere stehen bereit. Wir suchen Kanoniere uns die Kanoniere bereit. Deckung kann nie schaden. Kanonen bereit! Sie sagen, was sie brauchen, bereit. Und wir bauen es. Fangt! Vorsicht! Hat jemand Granaten bestellt? Raus damit! Wir sind bereit! Was? Oh! Wie lautet der Plan? Unter Beschuss! Wir sind bereit! Wie kann ich helfen? Ich mach mich auf den Weg! Au. Wir hören. Bereit. Wenigstens nicht wie auf dem Präsentierteller. Sofort. Okay. Der Grenadiere, der ist ein Schütze, was eher beschissen ist. Aua. Das ist der schießt ja einfach irgendwo hin, ja. Wer ist ein braver Bär? Auf dem Weg. Das gefällt mir persönlich nicht. So. Okay, es sind so 0 auf 50 Granaten. Wenigstens haben wir gute Waffen. Allein die Vorstellung, mich auf eine Pistole verlassen zu müssen. Was brauchen Sie? Ich glaube, fällt dir eine schöne Klug, brauche ich bestimmt. Bin gleich da. Ich glaube, du kannst den Schuss noch. Bin unterwegs. Aber die Mission sieht erstmal sehr interessant aus. Wie gesagt, ich bin bei anderen, bei Computer Virus, wenn du eine Basis brauchst, also eine Basis hast, dann kannst du drüber Scheißkeiten reinjudeln, alles platt machen. Dann mal los. Sieht aus, die muss ich hier rein.
Ich mach mich auf den Weg. Bin gleich da. So. Hier drüben sind Gegner. Alles klar. Okay, hier ist noch ein Weg. Das ist gut. Das sind Sandsäcke. Das sieht aus, wenn er nur so Hand irgendwie hätte. Bin gleich da. Das ist, glaube ich, nicht so praktisch. Ich sehe hier eine ganze Menge von denen. Wow. Okay, das sieht schon mal relativ extrem viel. Du bist einfach der Beste, Wojtek. Viel. Bin unterwegs. Ich glaube, das ist der einzige Eingang hier anscheinend hier oben. Kanonen bereit. Müssen noch mehr Sandsäcke gefüllt werden? Ich höre. Bereit. Alles sauber. Rein da. Bringt sie unter die Erde. Haltet durch. Bereit. Kanoniere unter Beschuss. Raus damit. Voll in Mut, Jungs. Ja? Genau wie Janne es mir gezeigt hat. Bereit. Wir haben jetzt ihre Aufmerksamkeit. Also dieses Mädchen ist eure Anführerin? Ja, sie ist unglaublich. Wir dachten, diesmal ist es aus. Nicht, solange wir Anna und Wojtek haben. Wen? Können wir den Bahnhof jetzt einnehmen? Mehr Feuerkraft haben wir nicht. Vielleicht doch. Gibt's eine Karte? Hier hat's uns erwischt. Wir mussten unsere Max zurücklassen. Wenn sie also Waffen brauchen... Ist den Umweg vielleicht wert? Ah. Neues Sekundärziel erhalten. Ja? Das ist schon mal ganz gut. Dann mal los. Das ist very nice. Bin gleich da. Ich mach mich auf den Weg. So, kann man sagen, wirklich keine Verluste? Das ist super. Wie geht's weiter? Ich gehe mal die Brücke mal abgucken. Hier drüben sind Gegner. Alles klar. Einsatzbereit. Kanonen bereit. Bestätige. Ich höre. Ja? Auf dem Weg. Wie kann ich helfen? Okay. Bereit. Wir sind in Was Kürze brauchen da. Sie? Bin unterwegs. Alles klar. Also die Truppen gehen schon mal weg. Das ist schon mal ganz gut. Aufgepasst! Hier ist ein Gegner! Ich glaube, die Max wollen bestimmt auch nicht Kampflust aufgeben. Bin gleich da! Ich höre! Das sollte jeden niederstrecken! Dann mach los! Es geht nicht anders! Hat jemand Granaten bestellt? Bin unterwegs. So. Ich mach mich auf den Weg. Wer ist ein braver Bär? Alles klar. Das ist irgendwie so ein bisschen zu einfach, um die Max zu kriegen. Bin unterwegs. Da sind unsere Max. Und ein paar Russwirts. Gegner. Und zwar eine Menge. Alles klar. Okay. Bleiben die jetzt da, oder... Okay, die gehen weiter. Was
Was brauchen Sie? Befehle? Ich gehe hier unten weg, das ist schon mal nicht schlecht. Du bist einfach der Beste, Wojtek. Wir suchen uns Deckung. Wie geht's weiter? Genau wie Yannick es mir gezeigt hat. Ja, ich hab sie im Visier. Haltet durch. Mit den besten Wünschen von Polania. Gibt's ein Ziel? Auf dem Weg. So. Können wir sie zusammenflicken? Pioniere könnten das. Gibt nicht viel, was ein Pionier nicht kann. Und muss was erledigt werden? Eine unserer Einheiten ist einen Rang aufgestiegen. Ja, das wird nützlich sein. Ich gehe besser in Deckung. So, das ist ein gutes Zeichen. Dafür kommt. Deswegen hat man den Pionier. Sie sagen, was Sie brauchen, das haben wir in 0, nichts repariert. Kanoniere bereit. Die Pionier auch behalten, auch. Wie kann ich Polania dienen? Da drüben! Wie viele sind das? Fertig. So gut wie neu. Strasznik, rück vor! Der wird uns gute Dienste leisten. Meine Waffen sind verstanden. Greif an! Wie kann ich helfen? Feinde in Reichweite! Bitte vergebt mir. Wir haben Gesellschaft. Was brauchen Sie? Ich nehme Sie ins Visier. Unterdrückungsfeuer! Das sollte es gewesen sein. Haben Sie erledigt. So, schön. Haben wir schon mal den Bahnhof erobert? Ich glaube, der Bahnhof wird, glaube ich, nicht so einfach sein. Ich höre. Was brauchen Sie? Mal gucken. Nahkampf. Okay, Entfernungsschütze ist das, ist gut. Strasznik einsatzbereit! Bereit, um für die Republik zu kämpfen! Der ist gut für Infanterie, das heißt, okay, das heißt, eines ist ein Fernkämpfer und eines ist für Infanterie. Das ist schon mal nicht Was schlecht. Was brauchen Sie? Bin unterwegs! Ich glaube, die Bahnhofzauber wird, zum Bahnhofzauber wird bestimmt nicht einfach Alles sein. Klar. Wir haben Gesellschaft! Haben Sie eine Mission für mich? Angriff! Ja? Meine Waffen sind bereit! Ja, hier zu bleiben wäre sinnlos! Ich hab sie im Visier! Wir schreien auf den Schuss! Okay. Ah, ja? Wird gemacht! So. Bin beschäftigt! Komm her, Junge! Abgefahren! Machen wir's kurz und schmerzlos! Bereit, mal anzugreifen! Wollt ihr eigentlich die Wange in die Luft jagen? Für unsere Brüder! Wir haben es geschafft! Dann mal los! So. Ich höre. Sieht nach einem sicheren Ort aus. Ah, gefällt mir persönlich nicht. Ich mach mich auf den Weg. Wir haben Gesellschaft! Wer ist ein braver Bär? Ich bin einsatzbereit. Ich seh mir das mal an. Jeder Schuss muss sitzen. Wie kann ich Polania dienen? Sie sind zu nah. Greife an! Ja? Ich bin hier, drin ist genug Platz für alle. Gibt's ein Ziel für uns? Und Schmierli wird angegriffen! Raus damit! Granate! Deckung kann nie schaden. Dann mal los. Gegner, und zwar eine Menge. Sieht nach einem Was brauchen Ort Sie? Aus. Mach sie nieder. Meine Waffen sind bereit. Nehmen Befehle. Mac unter Beschuss. Strasznik einsatzbereit. Alles klar. Alle durch, Brüder. Kanoniere bereit. Eine gute Position. Da könnte ich ihn eben so gut anspucken.
Neue Befehle für uns? In Ordnung! Hier! Befehl beschossen! Befehle? Für unsere Brüder! Ja! Was brauchen Sie? Unsere Gewehre bringen uns nichts! Bin beschäftigt! Das sollte jeden niederstrecken! Was? Alles klar. Vorsicht! Wie geht's weiter? Was gibt's? Verstanden. So. Das kann ich machen. Haben Sie eine Mission für mich? Kein Problem. Vielleicht auch mehr. Wir hören. Diese MGs werden uns helfen. Das ist gut, so. Neue Befehl. Das haben wir in 0, nichts repariert. Wie kann ich helfen? Maschinengewehr druckbereit. Wie lauten Ihre Befehle? Das ist schon mal nicht mehr schlecht. Was brauchen Sie? Bereit für Befehle. So. Das werden Sie bereuen! Ja, ja, auf dem Weg. Ich höre. Reparaturen abgeschlossen. Es geht nicht anders. Legen Sie es um. Meine Waffen sind bereit. Müssen noch mehr. Raus damit! Was machen Sie? Oh. Geht doch. Ja? Straßen die Einsatzbereit. Ich bin hier, um euch zu helfen. Wir haben bestimmt was damit. Was ist? Wir sind beschäftigt und vernichtet. So, ich glaube, wir brauchen mehr Sachen noch. Raus hier! Erstmal die ganzen Rohstoffe erstmal einsammeln. Wie sieht der Plan aus? Ich bin einsatzbereit. So. Muss was erledigt werden? Gerne doch. Eine Aufgabe für Ingenieure. So. Wer ist ein braver Bär? Das haben wir in 0, nichts repariert. Haben Sie eine Mission für mich? Ach, glaub, die kann... die kann ich auch gleich aufnehmen. Was gibt's? Das wird helfen. Eine unserer Veteraneneinheiten ist in den Elite-Rang aufgestiegen. Du nur das reparieren. Neue Befehle für uns? Das ist nicht schlecht. So, da ist noch was. Wie kann ich Polania dienen? Gut, bleiben wir in Bewegung. Sieht nach einer guten Position. Machen wir. Das sollte es gewesen sein. So. Wie sieht der Plan aus? Das können wir auf jeden Fall brauchen. Wir haben Gesellschaft. Ja? Granatwerfer brauche ich nicht. So. Es ist... wäre in eine komplett andere Richtung gegangen wäre. Hilfe-Z. Hilfe-Z. Oh ne, Hilfe-Z. Okay. Es gibt nur zwei Arten von Soldaten. Die Schnellen und die Toten. Neue Befehle für uns? So. Gehen wir. Wie geht's weiter? Was auch immer uns weiterhilft. Ich gehe voran. So, tun wir mal die Sektor mal zu erobern. Primärziel abgeschlossen. Der Bahnhof ist unser. Danke für die Rettung, Jungs und Mädchen. Mein Vater, er hat einen Metallarm. Habt ihr ihn gesehen? Rusvietische Soldaten kommen vom Norden. Viele. Die wollen den Bahnhof zurück. Wir halten sie auf. Bereit machen zur Verteidigung. An die Gewehre. Legt Minen. Auf Verteidigungsposition. Schnell, es geht gleich los. Neues Primärziel erhalten. Was brauchen Sie? Sie sagen, was Sie brauchen und wir bauen es. Oh, das ist nice. Sandsäcke. Wundervoll. Jede Aufgabe zählt. Müssen noch mehr Sandsäcke gefüllt werden? Sandsäcke. Neue Befehle? Macht langsam, Jungs. Nur keine Hektik. Gibt's ein Ziel?
MG wird bereit. Meine Waffen sind bereit! Ja? Geht in Deckung! Mir nach! Machen die Kanone bereit! Wie sieht der Plan aus? Meeres MG ist wie kann ich Polonia? Haben Sie eine Mission für neue Verteidigungsanlagen sind bereit! Neue Befehle? Jede Aufgabe zählt. Sandsäcke, wundervoll. Jede Aufgabe zählt. Vergesst es. Wie sieht der Plan aus? Ist nicht gerne doch. Wir machen uns auf den Weg. Nehmen Deckungsposition an. Sandsäcke, müssen noch mehr Sandsäcke gefüllt werden? Vergesst nicht, dass sie hier liegen. Was brauchen Sie? Macht das MG bereit! Was brauchen Sie? Ist besser als nichts. Neue Verteidigungsanlagen sind bereit. Muss was erledigt werden? Sie sagen, was Sie brauchen, und wir bauen es. Macht langsam, Jungs. Nur keine Hektik. Ich bin einsatzbereit. Wir sehen uns da. Müssen noch mehr Sandsäcke gefüllt werden? Alles klar. Was, das kostet... das kostet alles... Slash nicht hier! Erstatte Bericht! Alles unverändert! Alles klar! Gehen muss was erledigt werden? Müssen noch mehr Sandsäcke gefüllt werden? Hier ist es so gut wie woanders. Wie sieht der Plan aus? Ein Gegner! Und er ist nicht allein! Irgendwelche Befehle? Sie sind zu nah! Greife an! Wir bauen es! Müssen noch mehr Sandsäcke gefüllt werden? So. Was ist? Menge beschäftigt! Ziel! Wir Professor Dibowskis Tochter, natürlich. Er hat nie etwas von dir gesagt. Hätte ich Bescheid gewusst, wäre es anders gelaufen. Hey, willst du mir sagen, wo dein Onkel steckt? Er würde dich hier doch nicht alleine lassen. Wo ist mein Vater? Dein Vater hat mir nicht gesagt, was ich wissen wollte. Naja, etwas habe ich trotzdem bekommen. Hey, Süße! Du Dreckskerl! Wie sprichst du überhaupt mit mir? Weiter. Bereit zum Angriff! Oha. Machen wir uns bereit! Neues Primärziel erhalten. Primärziel abgeschlossen. Muss was erledigt werden? Wir wissen bestimmt, was damit anzufangen. Müssen noch mehr Sandsäcke gefüllt werden? Jede Aufgabe zählt. Sie sagen, was Sie brauchen, und wir bauen es. Wir sind im Handumdrehen da. 100? Boah, das ist aber echt viel. Verstanden. Sind unterwegs. Haben Sie eine Mission für mich? Was können wir für Sie tun? Kanone bereit für Befehle! Neue Verteidigungsanlagen sind bereit. Wir haben Gesellschaft. Macht uns! Nehmen wir nach vorne! Mehr Sandsäcke gefüllt werden? Was denn da? Alle hier!
Wir können nicht gewinnen und auch nicht fliehen. Wir gehen nirgendwo hin. Mut, Leute! Für Polania! Polania! Da sind Panzerbrecher, hält sich bereit. Ganze Menge. Bringt sie in Stellung. Wir erleben das. Befehl, leistet euch Feuer. Eine unserer Einheiten ist in den Veteranenrat aufgestiegen. Was machst du hier? Papa? Anna, ich wollte euch immer beschützen. Euch beide. Das hast du. Jemand muss Heinrich Steinmetz warnen in Kolno. Und du musst fliehen. Bring dich in Sicherheit. Wieso hat der Kolonel dich Professor genannt? Und was hast du? Wir müssen gehen. Hier sind wir nicht sicher. Hör zu! Wir teilen uns auf! Sie dürfen nicht alle auf einmal erwischen. Operation Hoffnung geht weiter. Der polanische Widerstand lässt niemanden im Stich. Polania! Ja, Polania! War Papa Professor Dibowski? Ja, schon immer. Dein Vater und Heinrich Steinmetz haben für Tesla gearbeitet, als er die Automaschinen entwickelt hat. Ich weiß nicht, was Zubov von ihnen will. Wir haben erfahren, dass der Mistkerl auf der Suche nach ihnen war. Ich habe ein paar Männer geschickt, aber offenbar zu spät. Warum hat mir niemand etwas gesagt? Niemand sollte es erfahren. Sie waren Ingenieure in der Fabrik weit vor deiner Geburt. Sie flohen, um ein neues Leben zu beginnen. Doch der Krieg hat sie eingeholt. Ich muss mit diesem Heinrich in Kolno sprechen. Er muss etwas wissen. Da wollen wir auch hin.
Die Russwirts haben die Stadt von der Außenwelt abgeschnitten und wir wollen ihnen einen Besuch abstatten. Wenn du nicht fliehen willst, kannst du mitkommen. Du schießt gut. Aber zuerst muss ich Papa begraben. Tu das, aber mach schnell. Der Krieg wartet nicht. Warum starren wir Gleise an, statt nach Kolno zu gehen? Die Blockade zu brechen ist nur der halbe Plan. Wir wollen auch den Bürgern helfen, Hilfsgüter liefern. Hier, was siehst du? Russwirtische Soldaten, manche auf Patrouille. Ein Frachtzug, Ölpumpen, Eisenminen. Dieser Zug versorgt sonst die russwietischen Truppen. Diesmal übernehmen wir ihn und versorgen unsere polanischen Genossen mit einem wichtigen Hilfsgut. Hoffnung. Wir stehlen einen Zug aus einer russwirtischen Basis? So wird man zur Legende. Na gut, das wird nicht einfach. Das Zugdepot ist schwer bewacht. Wir müssen eine Armee ausbilden. Ich will eine Basis genau hier. Und ich will Ressourcen. Viele. Also los. Neues Primärziel erhalten. Und so kann man sagen, es schält sich eine kleine Basis, ich würde sagen. Hier mache ich jetzt mal einen kleinen Cut. Wir wissen ja, was für unsere Aufgabe ist und Co. Und ich denke mal, es wird ziemlich interessant, wie das Basisbau hier wird. Da wünsche ich euch noch erstmal einen schönen Tag, noch schönen Abend noch und bis das nächste Mal und viel Spaß. Wenn ihr das Spiel hart oder so mal allgemein, ja, ist also so in Richtung, hier kommt auf Heroes und Co. Wie gesagt, das ist, ich vergleiche mit den beiden Spielen, ist eigentlich nicht schlecht. Hier ist nur so Stein und Schere, Papier. Warum vergeude ich hier meine Zeit, anstatt zu kämpfen? Jetzt kann man sagen, Schere, Schneide, Papier, ja. Hier haben wir Max, ja, und bei Combat of Heroes haben wir Panzer. Und kommt drauf an, wer die meisten Masse hat, gewinnt ja meistens immer in das Zug. Ist es ziemlich interessant. Und wir sagen, wir sehen uns hier weiter. Ich wünsche euch noch, wie gesagt, einen schönen Tag noch, schönen Abend noch. Und bis das nächste Mal. Tschüssi.